Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 13. November bis zum 22. November. Das ist die dritte Dekade in euren Sternzeichen. Und an alle Skorpione, die bereits Geburtstag hatten, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Ja, wir werden uns heute mal anschauen, was diese Dekade für dich bereithält. Wir sind jetzt mitten in eurer Energie, in der Energie des Wassers, aber man spürt jetzt schon ab dem 13. November so leicht die Feuerenergie vom Schützen. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark. Und ja, mal schauen, wie das bei dir ist. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Und ja, schauen wir mal, was diese Dekade für dich bereithält. Eine Karte für dich, lieber Skorpion. Okay, das ist die 11. Karte der großen Arkane. Im Crowley-Tarot ist das auch die Lust. Also du bist hier sehr feurig unterwegs. Diese Karte wird auch dem Löwen zugeschrieben. Du möchtest dich dem Leben stellen, den Herausforderungen des Lebens stellen und bist auch bereit, alles zu geben. Und ja, also so deine Leidenschaft zu zeigen, deine Wünsche auszudrücken und auch ja dem Leben selbst zu begegnen, mit allen Pro und Kontras des Lebens, mit allen Vor- und Nachteilen. Also du hast hier auch sehr viel Mut und sehr viel Tatendrang. Das ist ja wirklich schon mal sehr viel, eine sehr, sehr, sehr viel Energie auf jeden Fall. Und wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, trotz der sehr leidenschaftlichen Energie in dir, möchtest du dennoch den Ball flach halten. Du wartest auf das richtige Timing. Du möchtest deine Energie auch nicht verschleudern. Du willst es auch gut einziehen, gezielt einsetzen. Deine Energie, also du fokussierst deine Energie auf dich selber und das ist ganz gut so und wartest hier eben auf den richtigen Zeitpunkt, sodass du deine Talente, deine Vorzüge, deine Energie halt richtig gut einsetzen kannst und eben so, dass es halt gewinnbringender ist, ne? Oder ergiebiger oder erfolgreicher, je nachdem, um was es hier geht. Also du hast da auch so eine gewisse Besonnenheit dahinter und verpulverst dein, jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein, ne? Aber verpulverst deine Energie nicht. Ja, ich hatte eben das schon gemeint, ne? Besonnenheit. Mentale Klarheit, mentale Stärke werden dich dabei unterstützen, an dein Ziel zu kommen. Ja, die 11. Karte, ne, die Lust, die kann natürlich auch die hat natürlich auch viel mit Begierde und mit starken Gefühlen zu tun. Und es ist dann trotzdem hilfreich, die Klarheit zu bewahren, klar, mental klar zu bleiben und auf das Rationale zu hören auch, ne? Und nicht nur seinen Bedürfnissen und Wünschen nachzugehen, sondern halt auch Vernunft walten zu lassen. Ja, das ist irgendwie, glaube ich, das Richtige. Ja, ich sehe hier doch recht viel materiellen Erfolg auf dich zukommen. Es wird sich hier voll für dich auszahlen. Ja, ich hatte hier bei der Schlange schon gleich das Gefühl, es ist mehr um
etwas Finanzielles geht oder um beruflichen Erfolg. Aber es kann natürlich auch, ja, materieller Erfolg insofern sein, dass man eine Situation, eine Beziehung stabilisiert, ne? Dass man emotionale Geborgenheit findet und dadurch bekommt. Aber dann doch irgendwie mehr im materiellen Bereich, ne? Also irgendwie, egal was du jetzt hier tust, es wird sich materiell, finanziell, die Sicherheit betreffend für dich auszahlen. Mit welchen Herausforderungen hast du es in dieser Dekade zu tun? Ja, in dir hat, ja, es hat, also es wird sich im Laufe der Dekade ein neues Feuer in dir entfachen. Eine neue Leidenschaft wird sich entwickeln. Irgendwas, was wirklich sofort deine Aufmerksamkeit erregt. Das kann natürlich auch ein Flirt sein, eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft, aber auch. Es kann auch eben ein neues Projekt oder Hobby betreffen, ne? Es ist etwas, wo du plötzlich Feuer fängst für, was deine volle Begeisterung nach sich zieht. Und das ist erst der Anfang, ne? Also es ist wirklich hier ein neuer Wunsch, ein neues Wollen, was sich hier auftut. Ja, interessant. Gleichzeitig auf einer anderen Ebene. Hast du schon sehr viel Erfolg gehabt in der letzten Zeit durch deine Tatkraft, durch deine Leidenschaft, durch deine Wünsche? Also irgendwie in irgendeiner Form bist du bereits auch schon siegreich. Es ist eine andere Ebene. Es sind zwei verschiedene Themen. Aber so ist das manchmal. Ne? In dem Moment, wo man einen Sieg errungen hat, tut sich in dem Moment ein neues Ziel, ein neuer Wunsch, eine neue Leidenschaft auf. Und das ist auch gut so, weil bei diesen sechs Stäben ist es auch manchmal so, dass man sich eben, dass man dazu neigt, sich auf den Erfolg auszuruhen. Und zu sehr dort zu verweilen. Mit dieser Energie kann dir das nicht passieren, weil du sofort ein neues Ziel hast. Dennoch solltest du dir das nicht entgehen lassen, auch diesen Erfolg, den du hier erfahren wirst, auch zu genießen und dich auch da ein wenig fallen zu lassen und dich selber ein wenig zu feiern, ne? Stolz auf sich selber zu sein. Das ist auch angebracht. Mit dieser Energie. Und das solltest du dir nicht entgehen lassen. Löwe, das sind beides Löwekarten, ne? Also du bist hier sehr in der Feuerenergie, sehr am Machen, am Tun und voller Tatendrang, Zuversicht, Selbstbewusstsein und auch Optimismus, ne? Kann auch manchmal etwas anstrengend werden, weil du bist ja kein Feuerzeichen, du bist ein Wasserzeichen. Ne? Und wenn man dann so viel Feuer hat, neigt man vielleicht auch neigt man vielleicht auch dazu, sich selbst sehr unter Druck zu setzen und sehr viel von sich zu erwarten. Ehrgeiz zeigt sich auch hier viel. Aber schauen wir mal die weiteren Karten. Hier das Universum in der Vergangenheit, eine Versöhnung, eine Verschmelzung. Etwas hat sich verdichtet in dein Leben, in der Vergangenheit hat sich sehr schön zusammengefügt. Und so, also es ist zu einer Vollständigkeit gekommen. Ein Zyklus ist zu Ende gegangen, eine Lebensphase zu Ende gegangen und diese Lebensphase hat sich jetzt verdichtet und das hat sich sehr in der Vergangenheit, ne? Und es hat sich sehr zufriedenstellend für dich angefühlt, sehr erfüllend und bietet dir auch eine Basis, die jetzt immer noch Bestand hat, von der aus du jetzt neue Ziele erreichen kannst. Das Universum
Ja, beim Universum haben sich halt so verschiedene Dinge zusammengefügt zu einem großen Ganzen, verschiedene Entwicklungsstränge und haben halt so ein vollständiges Bild erzeugt. Und du bist jetzt auch in der Lage, die Vergangenheit und das, was in der letzten Zeit passiert ist, aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus zu betrachten und zu beurteilen. Für manche von euch, also manchmal deutet das Universum auch eine Versöhnung an und dann sind also auch die Probleme, die man hatte, wirklich hinter sich gelassen. Die Versöhnung ist halt etwas nachhaltig, ist halt nachhaltig und dauerhaft. Das könnte natürlich wirklich sein, wenn du zum Beispiel schon länger in einer Beziehung bist und ihr hattet Probleme, dass diese Probleme jetzt wirklich überwunden sind und ihr gemeinsam in die nächste Stufe geht und hier neue Leidenschaft füreinander entwickelt. Das ist auch sehr gut. Das Ast der Schwerter hängt natürlich mit dem Ast der Stäbe in Zusammenhang und ist in deinem Bewusstsein. Du wirst in dieser Dekade auf viele neue Ideen kommen. Auch auf viele Gedanken, vielleicht sogar eine neue Perspektive auf die Welt erlangen. Ne? Vielleicht, also der ein oder andere von euch könnte wirklich so sein Weltbild verändern. Aber vielleicht ist es, also oder es kann auch einfach nur ein Gedanke sein, der sich aber noch weiterentwickeln wird dann in der Zukunft. Eine neue Idee, was du machen möchtest oder eine neue Vorstellung von der Zukunft, wie deine Zukunft aussehen könnte. Es hat auch hier viel mit Zukunftsperspektiven, Zukunftsentwürfen zu tun. Ja, also wirklich nach dem Universum kommt auch immer ein Neuanfang und das zeigt sich ja hier ganz deutlich mit den beiden Assen und aber auch mit den 8 Scheiben. Und das widerspiegelt halt hier die Schlange, ne? Du hast es nicht eilig, du willst nicht alles sofort haben, du gehst vorsichtig mit den Neuen um, du guckst dir das alles genau an und analysierst alles ziemlich, naja, analysieren ist vielleicht das falsche Wort, aber du tastest dich vorsichtig an allen ran, ne? Ganz bedacht auf das richtige Timing, hältst deine Energie zusammen, also verschleuderst nicht deine Energie, sondern fokussierst dich und bist einfach sehr behutsam auch. Wenn jetzt zum Beispiel, mein Beispiel von eben, du bist in eurer Beziehung erfahrt ihr eine Wiederbelebung, eine Neubelebung, und dann gehst du auch vorsichtig damit um, ne? Also ein behutsamer, auch besonnener Umgang miteinander zeigt sich hier. Aber auch wenn es um neue Projekte geht, neue Weltsichten. Ist es auch so, dass du nicht zu schnell urteilst und nicht zu schnell dir eine Meinung bildest, sondern dir das nochmal ganz gründlich überlegst. Etwas hier sehr Erdverbundenes hat es hier. Ja, das ist auch schön hier. 2 und 8 ergibt 10, ist zwei Seiten derselben Medaille, ne? Du steigst hier auf das Neue ein, auf behutsame Art und Weise, und die Welt um dich herum passt sich dir an. Ne? Da pendelt sich etwas ein und gibt dir den notwendigen Boden, den notwendigen Halt. Hier zeigt sich auch Flexibilität und Abwechslung im Arbeitsalltag, aber kein Stress, ne? Also, sondern mehr so ein Einpendeln. Einpendeln, bevor es Routine wird. Also gerade so diese erste Woche, 13. bis 17. November, würde ich so schätzen, vielleicht plus minus ein paar Tage, wird sich als sehr angenehm in dein Leben gestalten. Wird vielleicht auch
Da gibt es vielleicht dann halt auch ein paar Umstrukturierungen. Aber diese Umstrukturierungen passieren eigentlich auch aufgrund deiner neuen Perspektive. Also die Welt passt sich auch so ein bisschen an dich an. Okay, ich habe hier gerade gesagt, es gibt keinen Stress. Naja, jetzt kommen hier die 8 Schwerter und die sind ein bisschen Stress. Aber gut, das harmoniert, also das pendelt sich so ein bisschen hier aus, ne? Es wird hier doch viel Kommunikation und Gespräche geben. Doch irgendwie die dann doch irgendwie so ein gewisses Chaos in dein Leben bringen. Und wodurch du immer so hin und her eilen musst. Aber oft bei den 8 Schwertern ist es oft auch so, dass das Probleme sind, die nicht aus einem selbst herauskommen, sondern die von anderen zu einem getragen werden. Ne? Also wenn du irgendwie in dieser Woche das Gefühl hast, dass du nicht allem gerecht wirst oder so hin und her gerissen bist oder gestresst einfach, dann ist es vielleicht ganz ratsam, wenn du ganz klare Grenzen, jedenfalls gedankliche Grenzen für dich setzt und dir genau überlegst, so was ist denn eigentlich jetzt genau mein Problem? Ne, ist das jetzt mein Problem oder das Problem eines anderen Menschen? Dass man sich hier nicht in etwas hineinziehen lässt, was einen von seinem eigenen Leben ablenkt, ne? So kommt man immer ganz gut durch diese Energie. Also hier gibt es doch irgendwie schon auch Durcheinander um dich herum, ne? Verschiedene Stimmen, die sprechen, vielleicht auch Gerüchte oder irgendwie Probleme anderer Leute oder Menschen, die sich einmischen. Ja, einfach stoisch, ne? Hier mit dieser Energie stoisch da durchgehen, ohne sich davon von seinen Zielen ablenken zu lassen. Aber ne, ich glaube, mit dieser Energie könntest du das ganz gut hinbekommen. In deiner Umgebung eine Königin der Stäbe. Ja, die Königin der Stäbe kann hier mehrere Dinge bedeuten, ne? Also eine Hofkarte ist entweder auf dich bezogen oder auf eine Person in deiner Umgebung und manchmal ist das wechselwirkend. Die Königin der Stäbe ist eine Person des Feuers und du bist ja ein Wasserzeichen. Deswegen verweist diese Energie jetzt nicht direkt auf dich, aber ne, ich hatte ja vorhin schon gemeint, du hast hier sehr viel Feuer. Kann sein, dass du von deiner Umgebung zu aktuell in dieser Dekade als Königin der Stäbe wahrgenommen wirst. Dass die Menschen einfach dieses starke Feuer in dir wahrnehmen. Die Königin der Stäbe kann sich auch auf eine männliche Person beziehen. Hier geht es vor allem darum, dass die Königin der Stäbe eine sehr gereifte Person ist, die also sehr viel Erfahrung hat, auch einiges erreicht hat und auf das Erreichte mit einem gewissen Machtanspruch blickt. Ja, eine Person, die einfach weiß, was sie will und auch weiß, wie sie das bekommt und die Sache unter Kontrolle hat einfach, ne? Eine sehr hilfsbereite Person, eine warmherzige Person. Manchmal ist die Königin der Stäbe auch ein Vorgesetzter oder eine Chefin, eine Autoritätsperson oder eine Vater- oder Mutterfigur. Je nachdem. Vielleicht ist es eben eine Person, eine sehr wichtige Person in deinem Leben. Dann könnte das hier zum Beispiel sehr gut Löwe sein oder Widder oder Schütze. Oder diese Person in deinem Leben ist aktuell auch sehr von Feuerenergie angetrieben, ne? Wir werden uns die Hofkarte gleich nochmal am Ende anschauen. Diese Karte ist auf jeden Fall auf dein soziales Umfeld gerichtet. Also
Ja, entweder ist diese Person Teil deines sozialen Umfelds oder du wirkst auf dein soziales Umfeld auf diese Weise. Ja, die Königin der Stäbe hat auch sehr viel Anziehungskräfte. Hier spielt Sexualität und Überzeugungskraft und Faszination auch eine große Rolle. Ach, das ist ja interessant. Hier die 7 der Stäbe. 6 und 1 ergibt 7, ne? Ich habe gleich irgendwie, das ist genau die Mischung aus diesen beiden Karten. Und es sagt mir hier so ein bisschen, dass du ganz schön viel von dir erwartest, dass du aber auch zu vielem bereit bist und einfach wirklich sehr mutig nach vorne schreitest, ne? Und auch so ein bisschen über dich hinaus wachsen kannst und willst. Also du möchtest hier wirklich auch sehr nach vorne starten. Bist auch bereit, viel dafür zu tun und zu geben. Ja, aber kleine Warnung, ne? Also, dass du die Neigung eben auch hier, also übers Ziel hinaus zu schießen, vielleicht ein bisschen. Aber meine Warnung kommt unbegründet. Das ist halt hier schon interessant. Das Ass der Kelche hängt natürlich hier mit in Verbindung, ne? Ass der Schwerter, Ass der Stäbe. Und hier kommt jetzt das Ass der Kelche rein. Es ist eigentlich wunderschön. Also gerade das Ende der Dekade, 17. bis 22. November, wirst du feststellen, dass sich ein neues Gefühl in dir entwickelt. Eine neue Liebe, einen neuen Bezug zur Liebe, auch eine neue Liebe zu sich selbst, ne? Das gibt dir sehr viel. Und da kommst du dann auch bei dir selber an. Hier haben wir endlich die Wasserenergie, ne? Von dir, lieber Skorpion. Ja, hier kommst du mehr dann bei dir selber an, in deine Energie. Und das sagt ja, dass du hier eigentlich hier doch alles richtig machst. Also, das wird hier wirklich eine wunderschöne neue Erfahrung für dich. Und bei dieser Karte, ne, bei diesem Ass der Kelche, sagt man auch, das Universum als Geschenk für deine Mühen überreicht dir das Universum ein Kelch, ne? Und der Kelch ist natürlich voller Gefühle, also und damit eben voller Liebe. Weil Liebe ist einfach ein Gefühl, ne? Also Liebe kann man nicht machen, Liebe muss man einfach fühlen. Und das wirst du am Ende der Dekade erfahren. Ja, und so wirst du halt vom Universum beschenkt. Das ist wirklich wie ein Geschenk. Du bist hier also absolut im Neuanfang. Alles formiert sich nochmal neu für dich. Auf Basis dieses Universums. Also, ich muss sagen, das ist schon eine sehr, sehr schöne Legung. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation? Vollmond im Skorpion. Befreie dich von Negativität. Befreie dich von Negativität. Das ist halt hier, ne? Diese 8 der Schwerter ist eigentlich so, dass der einzige Hinweis darauf, der einzige Fallstrick und also vielleicht gibt es wirklich so, also gibt es halt wirklich in deiner Umgebung negative Kommunikation, auf die du achten solltest und die du dann halt wirklich, wovon du dich abgrenzen solltest. Aber die Abgrenzung kann natürlich nur erst erfolgen, wenn man das klar erkennt. Licht ins Dunkel bringen, ne? Bringe Licht ins Dunkel, gucke dir deine Umgebung genau an oder deine Gedanken auch, ne? Vielleicht liegt die Negativität auch in alten Glaubensüberzeugungen, die du früher einmal gelernt hast, die dir einfach nicht mehr gut tun? Du hast jetzt wirklich eine sehr gute Chance auf einen Neustart, auf einen Reset. Und es ist wirklich ein guter Zeitpunkt, dich von Negativität zu befreien, weil wenn
wenn das Negative noch vorherrscht, oder also man wird sich ja nie hundertprozentig von Negativitäten freimachen können, aber die Negativität, negative Gedankengänge oder Glaubensüberzeugungen wirst du jetzt hier in das Neue mit einbauen, ne? Und deswegen ist das hier doch ein interessanter Hinweis. Okay, ich schaue mir jetzt nochmal die Königin der Stäbe an. Was denkt die Königin der Stäbe? Umbruch, Befreiung. Wow, okay. Diese Königin der Stäbe, also entweder du als die Königin der Stäbe oder eine andere Person, diese Person möchte sich befreien aus alten Mustern und auch gesellschaftlichen Tabus auch. Diese Person hat Erkenntnisse, er wird vielleicht auch Geistesblitze erleben, Aha-Erlebnisse, Momente der Klarsicht, ne? Also irgendwie eine wirklich erschütternde Erkenntnis kann das auch sein. Also der Turm ist schon heftig. Also das könnte, als wenn das eine andere Person ist in deiner Umgebung, dann könnte sich hier auch ein Streit ergeben, ne? Der aber auch eine reinigende Wirkung hat. Also kein rein destruktiver Streit, sondern ein notwendiges Gewitter, kann man so sagen, ne? Aber muss natürlich nicht. Also kann natürlich auch sein, dass diese Person sich einfach ja durch eine Erkenntnis auf radikale Art und Weise aus einem alten Muster befreit. Ne? So oder so, nach dem Turm fühlt man sich gelöst. Das ist wirklich eine sehr interessante Energie. Und hier haben wir die drei Kelche. Die drei Kelche. Ja, ach ja, das ist eigentlich sehr, sehr positiv, weil danach, also die drei Kelche, die sprechen von freier, losgelöster Liebe, ne? Letztendlich wird dann am Ende alles gut. Es ist wirklich eine notwendige Befreiung. Am Ende wird sich diese Verbindung auf jeden Fall sehr viel freier und sehr viel angenehmer, sehr, voller Liebesglück anfühlen. Ja, also hier geht es wirklich um Emotionalität. Frühlingsgefühle vielleicht auch oder einfach ein offenes, ehrliches, freien Umgang miteinander, ne? Ehrlichen, offenen, freien Gefühlsaustausch. Ja, ich muss sagen, es wird eine sehr, sehr spannende Dekade für dich. Sehr impulsiv, sehr abenteuerlich, aber auch dann, das Ergebnis wird wunderschön sein, ne? Also, ich finde, das sind schon sehr, sehr positive Karten hier. Ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und vor allem, dass sie dich inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.